Na, was sagt ihr dazu? Es ist einiges passiert, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier endlich die Decke drin und wir können hier mal hochschauen. Ich habe die Treppe jetzt mal hier in die Mitte platziert. Ich denke, das passt ganz gut. Hallo und herzlich willkommen zu Modded Scorched Earth. Ich habe jetzt immer dieses Schild dabei, wie ihr seht, und einfach aus dem Grund, weil ich hoffe, dass es mich so ein bisschen hier vor irgendwelchen Gegnern beschützen kann. Mal sehen, wie lange das hält. Aber theoretisch sollte das ja ein bisschen was aushalten. Hat auch 500 Durability, das ist jetzt nicht wenig. Also das probieren wir einfach mal aus. Wenn uns das nächste Mal ein Wolf angreift oder so, dann können wir uns zumindest so langsam zurückziehen und hoffen, dass irgendein Tier von uns kommt und uns hilft. Blueberry steht aber sowieso direkt hier. Und ich habe hier schon einiges gebaut, wie ihr seht. Also da geht ganz gut was voran. Das ist schon so halbdicht. Hier ist noch offen. Und ja, ich kann euch das mal zeigen, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Ich habe hier so ein großes Tor mit reingesetzt und hier sieht es einigermaßen gemütlich aus. Ich habe gedacht, wir machen hier vorne noch so ein, ja, so einen kleinen Eingangsbereich und setzen hier dann noch vorne Säulen mit dran. Mal sehen, wie das dann aussieht. Und ich habe gedacht, wir setzen die Säulen hier außen hin. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Könnte sein, dass wir dann oben wieder Probleme kriegen wegen kein Foundation Support und so weiter und dass wir die Säulen doch hier in die Mitte setzen müssen von den Foundations. Nur wenn wir sie in die Mitte setzen, haben wir ja natürlich auch diesen Foundation Support. Aber ich probiere es jetzt auf jeden Fall mal so aus. Und das ist mein großes Ziel für heute, dass wir hier das Gebäude ein bisschen weiterbringen. Auf jeden Fall die Zwischendecke rein und ja, mal gucken, was wir so ressourcentechnisch schaffen. Ich habe schon ein paar Mortar und Pestles jetzt stehen und auch sonst einiges. Ich kann euch auch mal zeigen, was ich hier stehen habe. Ich habe nämlich zwei von diesen Forges hergestellt. Und das hier ist diese S-Plus Refining Forge. Die funktioniert praktisch genauso wie die normalen Forges auch. Mit dem Unterschied, dass wir hier wieder die Ressourcen reinziehen können. Mal sehen, was in der Nähe ist. Wir haben den Thorny hier stehen. Was hat der Thorny dabei? Wahrscheinlich nichts Interessantes. Was habe ich denn gesammelt? Salz habe ich zum Beispiel gesammelt. Können wir mal nachschauen. Wo ist hier Salz? Ist wahrscheinlich auch irgendwo unten. Raw Salt. Gar nichts in der Nähe. Habe ich das wohl schon aufgeräumt? Haben wir Sand? Okay. Unser Dodi Blue hat noch ein bisschen Sand an Bord. Das könnten wir jetzt wieder reinziehen. Also super cool. Wollen wir jetzt gar nicht. Sand hat hier drin eh nichts verloren. Und das Ding hier funktioniert ein bisschen anders. Das ist die Strengthened Forge. Die funktioniert so, dass wir hier Metall reinpacken und Holz als Brennstoff. Ich dachte, ich hätte da Holz reingetan. Vielleicht habe ich es wieder rausgenommen, um zu bauen. Das kann sein. Auf jeden Fall brauchen wir Holz und dann. Das müssen wir jetzt nochmal probieren. Ich glaube, ich habe das Holz verheizt, ehrlich gesagt. Check. Ja, ich habe das Holz verheizt. Das funktioniert also so ein bisschen wie so ein Fabricator. Wir machen hier an und jetzt läuft das Ding. Auch wenn nichts irgendwie gecraftet wird. Und dann können wir uns hier diese Metal Ingots auswählen und Craft All machen und dann werden die alle hergestellt. Und das geht, ich weiß nicht wie viel schneller, vielleicht so ein Drittel schneller, 30% schneller als hier mit den normalen Forges. Es geht auf jeden Fall schneller und ich denke, es braucht auch weniger Ressourcen. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Gefällt mir, ist auch super cool vom Design her. Cooles Ding. Und ja, wir gucken jetzt mal, dass wir hier noch ein bisschen weiter craften. Ich kann euch mal zeigen, wie es hier so ressourcentechnisch aussieht. Ich habe hier. Sind wir langsamer mit dem Schild? Na, ich denke, das kommt mir so, nur so vor. Diese Büsche immer abgefarmt wegen Cactus Sap. Das funktioniert ganz gut. Die Büsche respawnen ja immer recht schnell. Yes, 16 Öl. Super cool. Da sind ja auch noch welche. Hier wächst auch ein Baum, hier wächst auch irgendwo ein Baum. Die Bäume brauchen richtig, richtig lange zum Respawnen, aber die Büsche sind immer sofort wieder da. Das heißt, Cactus Sap können wir eigentlich ganz gut herstellen. Stein haben wir ja sowieso Unmengen. Und ich habe hier oben ja den S-Plus Mortar und Pestle drin stehen. Mit dem funktioniert das auch super gut. So, das ist der falsche. Das ist er. Oh, der läuft schon nicht mehr. Direkt wieder anschmeißen. So, da können wir uns wieder den ganzen Sand reinziehen und den ganzen Cactus Sap. Und dann können wir auch ein bisschen was hier rüber in den anderen Mortar und Pestle reinpacken, damit der auch was zu tun hat. So, schmeißen wir das mal mit rüber. Und. Aha.
Wieso kann der denn eigentlich kein... Okay. Da scheint irgendwas mit dem Mod nicht zu stimmen. Der ist wohl noch nicht abgedatet. Aus irgendeinem Grund können wir da keine Cementing Paste herstellen. Das ist natürlich doof. Na gut, dann packen wir das wieder zurück und machen hier weiter. Und da werde ich auf jeden Fall noch mehr von brauchen. Die sind gar nicht so langsam. Es klappt eigentlich ganz gut. Wir können schon mal hier wieder Cementing Paste mitnehmen. 3000. Kommen wir doch ein Stück mit. Und hier haben wir wieder ein bisschen Metall am Schmelzen. Auch gut. Läuft alles so langsam vor sich hin. Also wir brauchen unglaubliche Mengen an Ressourcen. Aber es geht auch alles relativ schnell eigentlich, weil die Dinos so stark sind und so viel Sachen sammeln. Gerade Blue hier. Blue haut immer so 4, 5 Steine, dann gehe ich wieder nach Hause und ziehe das Zeug wieder in die in den Mortar und Pestel rein. den ganzen Sand und so. Also das klappt super cool. Und ich habe gedacht, wir machen hier so eine Zwischenebene über den Fenstern, also wieder zwei Wandmodule das Ganze hoch. Und ja, da machen wir eine komplette Zwischenebene. Ich überlege gerade, ob wir die überhaupt brauchen. Also ich weiß nicht, ob wir ein zweites Stockwerk brauchen, ganz ehrlich. Theoretisch brauchen wir das, glaube ich, gar nicht, weil das so groß ist hier unten. Hier müssen wir eigentlich alles unterbringen können, was wir so haben. Das muss ich mir nochmal genau überlegen. Ich habe gedacht, ich zeige euch nochmal, wie ich das hier genau gebaut habe. Das können wir an der anderen Seite auch mal bauen. Und dann seht ihr, wie die Bauteile so funktionieren. Ich habe diese S+ Gateways hier gebaut. Bei den Fence Foundations ist es ein bisschen anders. Die funktionieren ganz komisch. Wir können uns auch mal diese Fence Supports anschauen. Die sollen auch richtig cool sein. Ich habe die noch nicht getestet. Das machen wir mal zusammen. Dann nehme ich noch so ein Wandmodul hier mit. Okay, da müssen wir welche herstellen. Da haben wir nicht mehr so viele von. Ansonsten, das nehmen wir alles wieder mit, dass wir ein paar Sachen craften können, wenn wir es brauchen. Und, haben wir keine Fence. Okay, wir haben keine Fences mehr. Keine Fence Foundations. Okay, dann habe ich hier schon wieder Fence Foundations außen an die Seite gesetzt, damit wir hier diese Pillars hinsetzen können. Da sind schon so Pillars vorne dran gesetzt. So habe ich mir das eigentlich gedacht. Mal sehen, ob das auch fun so funktioniert. Und hier nehmen wir dann wieder Fence Foundations. Da kann ich euch mal zeigen, wie das mit den S+ Fence Foundations ist. Die sind so ein bisschen anders. Die snappen scheinbar nicht gescheit an den Foundations. Also die snappen nicht an Foundations. Das ist der Unterschied. Und man kann die umdrehen. Die haben eine Vorder- und eine Rückseite. Das heißt, da steht also nicht irgendwie planlos irgendein Zeug durch, wie das bei den normalen Fence Foundations der Fall ist. Die stehen ja manchmal an einer Seite durch und manchmal nicht. Und ganz komisch. Also die kann man ausrichten, was ganz cool ist. Und dann auch ein bisschen einfacher ist, um die Wände zu platzieren. Aber man muss die halt ausrichten. Von daher kommt es irgendwie aufs selbe raus. Weiß noch nicht, wie cool die sind. Bis jetzt habe ich die noch nicht benutzt eigentlich. Dann nehme ich wieder die normalen, weil ich die so gerne an die Foundation snap. Das ist eigentlich eine Funktion, die mir sehr gut gefällt. Und dann machen wir mal hier eine dran. Und hier drüben machen wir auch noch eine dran. Ist die ganze Zeit so ein Low-Level-Poison-Dodi unterwegs. Wir sind so ein bisschen überladen, aber ich denke, das gibt sich jetzt gleich. Dann schnappen wir uns hier dieses Gateway. Und das ist ein S+-Gerät. Das merkt ihr daran, dass das hier an den Foundations snappt. Was wirklich eine coole Sache ist. Wir bräuchten also diese Fence Foundations eigentlich gar nicht. Die platziere ich nur so, weil ich es so gewohnt bin und weil ich finde, dass es das ganz cool aussieht von außen, wenn wir die da stehen haben. Aber theoretisch bräuchten wir die gar nicht. Weil das hier irgendwie im Normalfall an den Foundations snappen sollte. Tut es irgendwie gerade auch nicht so immer. Na gut. Wir wollen das hier wieder an den Fence Foundations snappen. So. Ich glaube, wir haben einfach zu viel Foundations hier liegen, dass das Gate nicht mehr gescheit snappt. Und das ist ein bisschen komisch mit dem Boden hier. Ihr seht das. Jetzt stehen wir so ein bisschen über dem Boden. Wenn wir hier hingehen, dann sind wir irgendwie wieder auf dem Boden. Das ist super komisch. Also wenn man hier rüber geht, ist das mega komisch. Wenn man immer so hoch und runter geht. Die Kamera geht immer ein Stück hoch und runter. Das liegt einfach an den... am Boden. Der Boden ist irgendwie nicht gescheit modelliert hier. Und wenn wir Fence Foundations da draufstellen, dann haben wir das Problem halt auch drinnen irgendwie. Also ich weiß nicht, woran das genau liegt. Das ist ganz komisch. Hier gehen wir eigentlich ganz normal. Aber wenn wir ins Haus reingehen und uns hier auf die Foundations draufstellen, auf die normalen, und dann klappt es auch. Aber eben nicht überall. Hier bei den beiden Forges, die schweben so ein bisschen über dem Boden. Genauso der Tresor.
Also das ist super komisch. Das liegt einfach daran, dass der Boden ziemlich hoch ist und man dann normalerweise keine Foundations platzieren könnte. Da gehen nur die S-Plus Foundations und dadurch entsteht irgendwie dieser Bug, dass das Zeug so ein bisschen in der Luft schwebt. Blue schwebt auch so ein bisschen. Na gut, macht nichts. Gewöhnen wir uns dran. Ich denke, hier ziehen wir wieder ganz normale Wände rein. Da müssten wir noch welche haben. Adobe Walls. Oh, wir sind ziemlich überladen. Schmeißen wir mal wieder irgendwas raus. Was haben wir denn an Bord, was so schwer ist? Vielleicht die Dinger? Wow. Wir brauchen dringend mehr Gewicht, wie es aussieht. Nehmen wir mal die Wände, die ziehen wir hier rein. Also hier mache ich kein Fenster. Da setze ich einfach zwei Wände mit rein. So und so. Und hier mache ich dann wieder... Ich glaube, außen mache ich Railings. Und dann hoffe ich, dass das mit den Säulen hier klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Blueberry hat uns gerade wieder... Bluebelly hat uns gerade wieder so ein bisschen mit dem Schwanz eine gewischt. Und ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das hier machen will. Ob ich das überhaupt so breit lasse. Ich habe das jetzt einfach mal gebaut, aber ich weiß gar nicht, ob mir das so gut gefällt. Da müssen wir dann auch mal schauen. Das ist auf jeden Fall wieder der gleiche Eingangsbereich auf der anderen Seite praktisch. Und jetzt können wir das Ganze schon dicht machen. Bam. Da steht's. Und die Tore gehen von selber auf. Hurra Luxus. Jetzt probieren wir nochmal diese Fence-Supports aus. Die wollte ich unbedingt noch testen. Die Dinger sind also wirklich dazu da, um Zäune zu bauen. Und nur um Zäune zu bauen. Ich glaube, für nichts anderes eigentlich. Und die haben irgendwie so eine ganz witzige Funktion. Gucken wir mal, wo man hier gescheit was bauen kann. Wo nicht so viele Büsche sind. So, wir können die also wieder ausrichten. Das heißt, wir wollen diese Seite nach außen, weil rechts ist ja unsere Base. Jetzt setzen wir das mal so dahin. So sieht es aus. Und wir haben jetzt noch mehr davon. Das können wir irgendwie mit G ändern, wie das snappt. Da können wir also den Winkel, den Snap-Winkel ändern. Das ist ziemlich witzig. Das ist eigentlich eine coole Funktion. Das ist sowas, was man im normalen Arc auch ganz gut gebrauchen könnte. All Snaps Enabled, da hat man wieder wie im normalen Arc, dass man das hier so snappen kann, wie man will. Und wir wollen jetzt einen Straight Snap. Setzen das mal hierher. Und da seht ihr, die Kante oben schließt genau ab. Also was, was man im normalen Arc niemals bauen könnte. Ihr wisst ja, wie normale Fence Foundations snappen würden und wie sich das Ganze hier bauen lassen würde. Ich habe hier nur einen S-Wall. Egal, dann nehmen wir jetzt einen S-Wall und einen normalen. So und so. Das ist das Coole an dem Mod. Also wir können hier eine wirklich gerade abschließenden Zaun bauen, was wirklich eine coole Sache ist für alle, die sowas mögen. Also, und man kann halt auch an sehr steilen Stellen, wie jetzt zum Beispiel hier, so einen richtig schönen Zaun hinbauen. Das ist halt mit den normalen Arc-Bauteilen deutlich schwieriger, sage ich jetzt mal. Und wir können das Zeug wieder hochheben, wenn es nicht der normale Wall ist. Das hier können wir hochheben. Also das werde ich auf jeden Fall... Oh, wir haben den Fence von Support hochgehoben und nicht das Wandelement, deswegen haben wir das leider zerstört. Aber im Prinzip kann man alles hochheben und ich werde das auf jeden Fall noch nutzen hier. Mal sehen, wo wir überall Zäune hinbauen und wie das dann funktioniert. Da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Und wenn wir zum Beispiel da oben jetzt einen Zaun hinbauen wollten, wo die Bäume wachsen, damit uns keine Dinos mehr in die Base reinfallen, denke ich, ist das die einzige Möglichkeit. Also mit den normalen Arc-Bauteilen wäre das vollkommen undenkbar. Das gäbe uns jetzt also die Möglichkeit, da oben so einen Zaun mit hinzustellen. Also super cool. Also der Mod ist wirklich genial. Perfekt. Bietet so ziemlich alles, was man braucht. So. Wir haben hier auch super viel Silica-Pearls. Also wir sind echt gut ausgestattet, was die Ressourcen angeht. Die habe ich, glaube ich, schon eingesammelt. Hier sind wahrscheinlich noch ein paar in unseren Foundations versteckt. Das ist ganz praktisch, wenn man hier so rüber geht und irgendwas braucht, dann kann man das auch ganz gut einsammeln. Da ist überall noch was drunter. Und... Oh, da kommt jetzt irgendein Sturm. Master Chief? Berichte? Was kommt? Ich glaube, das war jetzt ein Hitze-Event oder so. Ja. Okay. Superheat kommt. Aber wir haben ja noch immer den Foundation-Bug hier. Gehen wir mal da durch die Tür. Das ist der kürzeste Weg. Ich werde jetzt mal weiter Ressourcen basteln. Werde hier die Zwischendecke reinziehen. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier drinnen alles machen. Nee, oder? Komme ich ja überhaupt nicht rein. Dann kann ich ja die Tür nicht benutzen mit dem Foundation-Bug. Eieiei. Das ist wieder ein Kampf.
Vielleicht muss ich da eine zweite Tür drüber bauen, damit ich da durchkomme. Na gut, das ist immer das Problem, wenn man so große Hallen baut und dann den Foundation Bug hier drin hat, dann ist das ein bisschen blöd. Gut, wie gesagt, ich mach mal ein bisschen weiter. Schau mal, wie das wird und wie lange das dauert, um die ganzen Ressourcen zusammenzusammeln. Und dann melde ich mich mal zurück, wenn hier wieder ein bisschen was passiert ist. Na, was sagt ihr dazu? Es ist einiges passiert, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier endlich die Decke drin und wir können hier mal hochschauen. Ich habe die Treppe jetzt mal hier in die Mitte platziert. Ich denke, das passt ganz gut. Dann haben wir hier einen großen Durchgang und können hier vielleicht rechts und links von der Treppe noch ein paar Sachen hinstellen, Smithies und was wir da noch so alles an Sachen haben. Ich denke, wir haben mit den Mods zusammen einige an Crafting Stations. Wir haben ja, glaube ich, allein schon drei Smithies oder vier. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall Platz. Und wenn es unten nicht reichen sollte, können wir hier oben weiterbauen. Hier sollten wir theoretisch auch an den Tresor rankommen. Sieht nicht so aus. Okay, da ist scheinbar immer der Boden im Weg. Na gut, dann können wir den Tresor von hier oben gar nicht nutzen. Zumindest nicht so. Da müssten wir hier wieder einen Boden rausnehmen. Ich weiß nicht, den kann man eigentlich durch nichts ersetzen, so wirklich. Das ist ein bisschen doof, dann ist da eine Lücke. Na gut, schauen wir mal, wie wir das machen. Vielleicht nehmen wir da auch einen Boden wieder raus und setzen da einfach Railings hin. Dann kann man hier so ein bisschen nach unten durchschauen und man kommt an den Tresor ran. Das wäre natürlich auch ganz schön. Die haben scheinbar irgendwo in der Mitte so einen Access Point, diese Tresore. Und wenn der irgendwie von unserem Standpunkt aus blockiert ist, zum Beispiel hier jetzt durch den Ceiling, dann können wir den auch nicht öffnen, wie es aussieht. Das ist irgendwie ganz fies gelöst. Aber trotzdem cool. Wir haben jetzt eine zweite Ebene. Ich habe mich entschieden, hier trotzdem die zweite Ebene reinzuziehen, weil wir einfach so viel Platz haben. Und ja, der Felsen ist so hoch. Wir wollten eigentlich ursprünglich mal an diesen Felsen da oben rankommen, ne? Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen. Da müssen wir jetzt noch höher bauen. Ich will eigentlich gar nicht mehr höher bauen. Ich habe hier für die nächste Ebene auf jeden Fall was geplant. Das werde ich euch dann später noch verraten. Ich denke mal nächste Episode. Da ist auf jeden Fall was in Planung. Und was ziemlich groß ist, das wird auf jeden Fall auch eine ganze Episode dauern. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier überhaupt noch kommen heute. Ich habe schon mal hier rausgebaut. Da passt kein normaler Ceiling hin. Da hätte ich wieder S-Plus-Ceilings bauen müssen. Und da habe ich jetzt im Moment keine dabei. Das können wir dann mal nachholen. Und ich kann euch aber mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Von außen. Ich habe hier freigelassen, damit wir das Tor so ein bisschen aufmachen können. Das hätte ich nicht machen müssen. Ich hätte hier auch zubauen können natürlich. Aber ich habe gedacht, das sieht cooler aus, wenn das Tor dann nicht irgendwie im Ceiling verschwindet. Da mache ich dann noch Railings außenrum. Und so sieht jetzt der Eingangsbereich aus. Das gefällt mir eigentlich super gut so. Also hier werde ich noch Railings hinsetzen, denke ich, an die Außenseiten. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen. Oh, da ist schon wieder so ein Oilbug. Den holen wir uns. 16, der war schon wieder vollgeladen. Perfekt. Vielleicht mache ich hier auch noch eine Railing hin und lasse nur hier zwei so Foundations frei als Durchgang. Aber mir gefällt es so ziemlich gut. Ich habe an der anderen Seite eine andere Lösung. Eigentlich wollte ich ja die Säulen so nach außen setzen. Habe ich euch ja gezeigt. Und das haben wir hier gemacht. Das gefällt mir aber gar nicht so gut, weil die Säulen irgendwie nicht so wirklich in dem Boden drin sind. Die stehen da irgendwie so außen dran. Das sieht irgendwie nicht so cool aus. Ich denke, das werde ich wieder ändern. Das liegt halt auch einfach daran, dass wir hier so groß gebaut haben, dass die Säulen dann auch schon zu weit auseinander sind fast. Also ich glaube, die andere Lösung gefällt mir besser. Das heißt, ich nehme das hier wieder raus, baue das ein bisschen um. Und dann kommen oben überall Railings außenrum. Dann wird es so ein bisschen balkonartig. Was wir hier vorne bauen, weiß ich wie gesagt noch nicht. Das schauen wir mal. Ich werde jetzt mal anfangen, hier auch die ganzen Sachen neu hinzustellen, die neu auszurichten, dass das hier nicht mehr so im Weg steht. Ich habe schon den Skincrafter hier hingestellt. Den können wir direkt mal aufheben. Aber ich weiß eh noch nicht, wo ich den hinstellen will. Müssen wir mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Skincrafter ist jetzt nicht so wichtig. Den können wir irgendwo in die Ecke stellen. Den brauche ich jetzt nicht so oft. Na gut, den kennt ihr ja schon aus den Anunnaki-Folgen, wenn ihr die gesehen habt. Da können wir uns alle möglichen lustigen Skins herstellen. Und das ist wohl auch der Grund, warum wir keine Skins mehr im Inventar haben. Weil wir die theoretisch hier herstellen können sollten. Das Problem ist, dass die Scorched Earth-Skins noch fehlen. Also da fehlt dieser Expeditions-Helm, der fehlt. Und natürlich der Thorny Dragons-Sattel. Das ist ein bisschen traurig. Ich würde Bluebell hier ganz gerne diesen coolen Sattel aufsetzen. Den gibt es scheinbar jetzt in dem Modded so, wie ich das hier habe, jetzt gar nicht. Aber ich denke mal, der wird bald hinzugefügt werden.
Ja, dann heißt es hier noch die Zwischendecke reinziehen. Das funktioniert eigentlich ziemlich cool hier. Hier habe ich noch einen Ceiling mitten in den Felsen platziert. Da müsste ich dann wieder zwei S-Plus-Wände platzieren können. Also das ist eigentlich alles kein Problem. Funktioniert alles super gut. Bin ich voll zufrieden mit. Und ich glaube, das ist auch ziemlich cool mit den Treppen hier in der Mitte. Dann, das ist einfach der kürzeste Weg. Da kommt man von allen Seiten ziemlich schnell hin. Wenn ich die Treppe hier irgendwo in die Ecke setze, dann muss ich so weit laufen teilweise. Das gefällt mir also auch ganz gut so. Ich glaube, so machen wir das. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit der Tür hier mache. Vielleicht mache ich die auch einfach zu. Der Foundation-Bug ist ja immer noch nicht behoben. Na gut, dann nehmen wir das mal wieder hier raus. Und ja, eigentlich müsst ihr euch das wohl noch anschauen. Das ist nämlich links und rechts sind die Höhen wieder unterschiedlich. Und trotzdem sind die Säulen direkt fast komplett gleich oben rausgekommen. Das war schon mal wieder ziemlich komisch. Auf der anderen Seite genauso. Die schließen direkt unten an dem Ceiling ab. Also der Mod ist einfach genial. Das funktioniert alles so gut. Und wir können es hochheben. Sollte ich von oben anfangen eigentlich, ne? Sehen, ob wir da oben irgendwie rankommen. Okay, das war. Da oben ist, glaube ich, noch eine kleine Säule drauf und hier zwischendrin habe ich die großen verbaut. So, Bluebelly stört uns hier so ein bisschen. Nice. Wir haben zumindest die großen gerettet. Und jetzt können wir hier unten noch die kleinen retten. Und dann können wir die eigentlich direkt wieder verwerten. Super praktisch. Sind das die großen? Ne, das sind die kleinen. Nehmen wir mal die großen raus. Also die groß sind die gar nicht, das sind die Medium. Die gibt es noch in groß. So. Wir wollen in die Mitte der zweiten Foundation. Also das müsste jetzt passen. So, ja. Sieht gut aus. Machen wir das hier genauso. Und dann nehmen wir noch die beiden kleineren. Wo sind die jetzt hin? Da sind die. Und scheinbar kann man die hier auch in der Mitte der Foundation snappen. Das ist auch neu. Das kommt auch aus einem S-Plus-Mod. Das kenne ich so auch nicht. Aber wir können es nicht an den Ecken snappen. Also dafür brauchen wir dann wieder Fence-Foundations, wenn wir hier so an der Ecke snappen wollen oder so. Oder hier irgendwo. Das geht nicht. Deswegen habe ich da wieder die Fence-Foundations genommen. So, setzen wir die mal hier oben hin. Und gucken, wie es abschließt. Sieht gut aus. Also bauen mit dem Structures Plus Mod ist einfach super cool. Super, super cool. So, ich werde mich jetzt mal hinstellen, hier die ganzen Railings craften. Das dauert ja immer so lange, die Dinger zu craften. Ich glaube, dann machen wir gleich wieder einen ganzen Stack, wenn es geht. Genug Ressourcen müsste ich eigentlich haben. Ich sammle jetzt immer extra Thatch mit Hardmode. Der sammelt nämlich ziemlich gut Thatch. Die Thorny Dragons sammeln fast nur Holz. Und wir brauchen gar nicht so viel Holz. Sieht alles safe aus hier. Dachte, ich hätte was gehört. Zum Glück nicht. Das heißt, ich drehe immer eine Runde hier mit Hardmode und sammle die ganzen Bäume wieder ein. Der ist schon in den Respawn da oben. Wir sind schon wieder ziemlich lange dabei. Dann können wir mal wieder losziehen und hier die ganzen Bäume einsammeln. Und der hat so einen hohen Melee-Damage, dass sich aus jedem Baum 300, 400 Thatch rausholt. Das ist echt super cool. Oh, wir haben den Dodi getroffen. Ein Poison-Dodi. Der wehrt sich ja gar nicht. Na gut, ich mache hier mal ein bisschen weiter. Und ich hoffe, dass wir das Gebäude heute noch fertig kriegen. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe es aber. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Mal gucken, wie das dann fertig wird. Aber der Eingangsbereich gefällt mir schon mal sehr gut. Auch ohne Railings. Die fehlen ja noch. Yeah, das sieht doch mal ziemlich cool aus. Also mir gefällt es super gut so, der Eingang. Und da vorne ist ein Terrorbird unterwegs, nichts wie rein. Innen sieht das Ganze jetzt so aus. Ich habe mal den Fabricator umgestellt. Die Smithy ist noch ziemlich voll. Die muss ich dann auch mal umstellen. Da muss ich wieder das ganze Zeug hin und her transportieren. Und mir gefällt es so ziemlich gut, wie gesagt. Ich habe hier mal so die Railings außenrum platziert. Und hier oben überall Ceilings noch ein bisschen mit rein. Ihr seht, da sind noch Löcher, aber boah, das sind so viele Ressourcen. Also selbst bei Modded dauert es natürlich total lange, das alles zusammenzusammeln. Und ich denke, das mache ich dann offcam. Jetzt habe ich hier oben auch Railings reingebaut, auf der anderen Seite glaube ich noch nicht. Und hier die Seite sieht praktisch genauso aus wie die andere. Mehr oder weniger.
Das finde ich eigentlich richtig schön, das können wir so lassen. Und hier habe ich jetzt mal noch eine zweite, also so eine Rampe mit einer zweiten Tür eingebaut. Und die Tür hier oben funktioniert komischerweise. Ich habe keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Also wir haben hier unten auch ein Doorframe und da drüber dann. Ah, okay, ich weiß, woran es liegt, ne? Das ist wieder der Boden. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Wir stehen da so ein bisschen über dem Boden. Sieht man das irgendwie? Sollen wir näher ranzoomen? Wir schweben wieder so ein bisschen über der Foundation, deswegen kommen wir nicht durch die Tür, nehme ich mal an. Das wird es wahrscheinlich sein. Hier oben geht es einwandfrei, das heißt, wenn wir unten reingehen wollen, dann müssen wir halt einfach außen rum. Ist jetzt auch nicht so super weit. Das Gebäude ist schon ziemlich groß, aber ich habe auch Pläne, also ich denke, wir werden das nutzen. Wir haben auch so viele Mods, dass wir auf jeden Fall genug Sachen haben, die wir da reinstellen können. Und hier habe ich jetzt auch schon super coole Ideen. Ich habe so viele Ideen, was ich alles bauen will. Ich muss nur erstmal die ganzen Ressourcen ranschaffen irgendwie. Hier sind ziemlich viele Jerboas unterwegs. Da ist einer. Ich glaube, hier war auch irgendwo einer. Ziemlich cool. Da können wir uns eigentlich mal wieder ein paar einsammeln. Kann man nie genug haben, Jerboas. Ich werde jetzt mal die ganzen Sachen hier aus dem Anfangsgebäude darüber transferieren. Das wird super schwierig. Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten mache. Wir haben hier ein paar zigtausend Sand drin und Cactus Sap und keine Ahnung was alles. Das müssen wir alles irgendwie rüberbringen. Und da muss ich mir mal überlegen, wie wir das mit den Storages machen. Und da habe ich eigentlich was, was ich euch noch zeigen könnte. Das habe ich mir selber auch noch nicht angeschaut. Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall eine total coole Mod ist. Das ist eine eigene Storage Mod. Und die hat so coole Sachen. Storages nämlich. Diese Teile. Die sind alle aus Holz, also es ist irgendwie kein Hightech oder so, aber das Zeug sieht einfach super cool aus. Und man kann coole Sachen damit machen. Da gibt es zum Beispiel diese kleinen. Die können wir hier irgendwo hinsetzen. Und die snappen an den Foundations. Also ihr seht das hier. Links, rechts. Ist das eine? Naja, wie auch immer. Ich glaube, das hier ist eine Foundation. Rechts, links. Oh, Mitte auch. Okay. Wow. Wir haben also irgendwie 8 oder 9 Snaps pro Foundation. Können wir uns genau aussuchen, wo wir das hinstellen. Und wir können das Zeug auch an die Wand hängen. Also richtig, richtig cool. Gefällt mir super gut. Und ich weiß noch nicht, wo wir das eigentlich alles hinstellen. Also hier haben wir sowieso schon eine Storage. Hier könnten wir was daneben stellen. Da können wir da nicht mehr durch. Ich glaube, ich lasse das offen, weil ich da ständig durchrenne. Ich kenne mich. Okay, da steht noch der Fabricator im Weg. Das heißt, wir könnten es hier hinstellen. Das können wir eigentlich mal machen. Und 15 Slots ist ein kleines Gerät. Ich denke, das ist auf jeden Fall cool. Dann haben wir noch die Medium Wood Storages. Die sehen so aus. Okay, man kann die drehen. Ach so. Da gibt es, glaube ich, noch eine Funktion hier, dass man die benennen kann. Eigentlich das Wichtigste an der Box. Keine Ahnung, was wir hier reintun. Ich schreibe jetzt einfach mal was drauf, das was draufsteht. So, hier steht nix. Okay, hier steht es drauf. Ach so, hier ist die Öffnung ein bisschen tiefer. Gut, da müssen wir also drauf achten. Können wir das wieder hochheben hier? Wieder aufheben, mitnehmen und so? Pickup Small Stacked Storage Box. Okidoki. Jetzt können wir mal schauen, dass wir das gescheit platzieren hier. Vielleicht setzen wir da direkt so eine mittlere hin. Die könnte da ganz gut hinpassen. Oh ja. Das war eben ganz gut. Sehen, ob wir das wieder hinkriegen. Ja, so wollte ich das. Und die Öffnung zu uns. Jetzt können wir da theoretisch irgendwas draufschreiben. Irgendwo, irgendwie. Oder auch nicht. Labelbox, da unten ist es. DDD. Dann steht ja DDD drauf. Okay, und immer in Großbuchstaben. Ich habe gerade klein geschrieben. Das ist ganz gut zu wissen. Eigentlich vollkommen egal. Auf jeden Fall kann man die labeln und man sieht es auch. Das ist ein kleiner Unterschied zu den normalen Boxen, die wir immer haben. Die normalen Arc Storage Boxen, die kann man zwar auch benennen, aber das liest ja keine Sau. Oh, da gibt es einen Bug. Okay. Irgendwie sind es mehr geworden. Oder täusche ich mich da? Wir haben wieder zwei. Eigentlich passt das alles. Wir haben nur so viele Large Boxen. Habe ich so viele gebaut? Kein Plan. Wahrscheinlich habe ich so viele gebaut. Nehmen wir die mal mit hier. Schon ein Weilchen her, dass ich die gebaut habe. Ich habe sie nur noch nicht ausprobiert, weil wir eigentlich noch nicht so weit sind, die irgendwo hinzustellen. Okay, da checke ich noch nicht so ganz, wie viele Snaps da eigentlich gibt. Auf jeden Fall eine super coole Mod hier. Mit den Storage-Boxen.
super wichtig für Tribes. Da kann man sich dann endlich mal seine Boxen so benennen, dass eigentlich jeder weiß, was da drin ist. Das ist auf jeden Fall cool. Und ist auch nicht irgendwie OP oder so, sondern das kann man eigentlich auf jedem Server benutzen, ne? Gibt keine irgendwie Funktionen, die da irgendwie cheatermäßig wären oder so. Die sind ein bisschen schwer zu platzieren. Also ich kann die jetzt nicht unten an die Wand stellen, scheinbar. Da wollen die nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die großen Boxen verwenden sollen. Das sieht schwierig aus. Also an die Wand hängen geht ganz gut. Wir könnten die hier so da drüber hängen oder so. Über die Tür. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Steht so ein bisschen in den Tresor rein. Das lassen wir mal. Okay, die werde ich auf jeden Fall verwenden. Ihr habt sie jetzt gesehen. Ich weiß noch nicht so recht, wo ich die überall verwende. Die lasse ich auf jeden Fall stehen. Die steht da ganz gut. Und dann werde ich die überall wahrscheinlich an die Wände hängen, dass wir überall noch so ein bisschen Storages haben und Kleinzeugs irgendwie unterbringen können. Gefällt mir ganz gut. Coole Sache. Und ansonsten denke ich, machen wir ganz gemütlich Schluss für heute. Wir haben schon ziemlich viel, also ich habe hier ziemlich viel gebaut. Es war eine unglaublich lange Episode für mich, aber es hat mir super Spaß gemacht. Gerade jetzt mit dem Structures Plus Mod, wo halt einfach so viel geht, was sonst nicht geht. Zum Beispiel hier diesen Felsen in die Base integrieren. Was ein bisschen komisch war hier mit den Wänden, die sind irgendwie ein bisschen versetzt. Das ist an der anderen Seite hier genauso. Und ich weiß nicht warum. Also da muss irgendwie die Ceilings müssen da irgendwie ein bisschen anders platzieren als sonst. Das kann ich mir noch nicht so ganz erklären. Kein Plan, was da los ist. Na gut. Passt erstmal so. Das war jetzt mal wieder so eine klassische Bauepisode. Wir haben ja endlich eine neue Base stehen. Mehr oder weniger fertig. Das Erdgeschoss ist auf jeden Fall fertig und wir können da jetzt langsam einziehen. Da werde ich mich jetzt mal dran machen, die ganzen Sachen zu transferieren und die ganzen Crafting-Gebäude da reinzustellen. Und nächstes Mal machen wir dann was ganz Neues. Da bin ich super gespannt drauf. Da könnt ihr auch gespannt sein. Das habt ihr bestimmt noch nicht gesehen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!